Wir spielen Amsterdam oder auch das Liebe-Gott-Spiel genannt. Jeder von uns ist für 24 Stunden der liebe Gott und darf alles bestimmen. Also wirklich alles. Mein Name ist Stella Massini. Ich habe das Spiel erfunden. Ich habe früher geboxt und versuche jetzt Schauspielerin zu werden. Das ist echt nicht leicht. Aber ich gebe mein Bestes. Eine von uns, Denise, ist verschwunden. Und wir haben keine Ahnung, wo sie ist und ob sie unser Spiel verrät. Es herrscht nämlich absolute Schweigepflicht. Denise! Alter, was ist das überhaupt für eine bescheuerte Idee? Was ist? Woher weißt du überhaupt, dass sie hier ist? Ja, keine Ahnung, sie hat immer Text gelernt. Was weiß ich, Alter. Ja, bitte, das ist ein Blödsinn. Ich will heim. Ich will, dass niemand von euch geht. Kathi ist der liebe Gott. Ja, und du willst sie Denise einfach im Stich lassen, oder was? Na, aber es macht keinen Sinn. Alter, ich bin die Göttin und ich sag, wir suchen weiter. Du bleibst da. Kathi ist die Göttin und du behandelst sie so, okay? Lass mich los. Ich behandle sie immer wie eine Göttin. Okay, am besten wir teilen uns auf. Stella geht mit Caro und Simon und der Rest geht mit mir, okay? Okay. Denise! 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 Wir haben Denise wirklich überall in diesem Wald gesucht, aber einfach nichts gefunden. Bitte? Fangen wir denn an? Oh, ja. Ich komme gleich, ja. Im Bühnensaal oder im Turmzimmer? Wisst ihr was? Bleibt gleich da und lest die Szene hier. Hm? Okay. Mhm. Bereit? Mhm. Du hast mir gesagt, ich sei ein Engel. Ich habe gleich gesagt, dass ich kein Engel bin. Dass ich nur ein gewöhnliches Menschenkind bin. Ohne Ambitionen. Aber... du bist halt ein kalter Verstandesmensch. Du weißt, dass ich kein Verstandesmensch bin. Doch. Fühlst dich nicht wohl in deiner Haut? Du vielleicht. Wer hat mir denn die Rennplätze verleidet? Als ob ich was für die wirtschaftliche Krise könnte. Wer hat mir den irrsinnigen Rat gegeben, als Kosmetikagent durch die Gegend herumzurennen? Nicht so laut. Wenn das Kind aufwacht, kenne ich mich nicht aus vor lauter Geschrei. Das Kind muss weg. Das Kind bleibt da. Das Kind kommt weg. Nein, nie. Na gut. Kurzer Stopp. Ja? Schon sehr viel Interessantes daran, was ihr macht, ja? Finde ich super, wie ihr euch den Horvath zu euch geholt habt und wie ihr euch dem Horvath nähert, ja? Es fehlt nur noch ein bisschen Kälte in der Emotionalität. Das heißt, beim Horvath sind die Menschen immer einsam, auch in einer Liebesbeziehung, ja? Die verspüren immer so eine Solitude, die sind so... Was heißt das? Dass sie unglücklich sind. Ja, genau. Gut, weiterlesen, ja? Dürfte ich kurz mit dir reden, Ilana? Ja, worum geht's? Gehst du bitte raus, Simon? Schleich dich. Okay. Dürfte ich vielleicht einen anderen Spielpartner haben? Wieso? Der Simon macht das doch sehr gut. Keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht in ihn verlieben kann. Oh, und das ist das Problem? Also, Stella, das hier ist Theater und nicht Wirklichkeit. Für mich gibt's da keinen Unterschied. Na gut, dann hör mal zu.
Du beschwerst dich, weil du einen neuen Spielpartner willst. Die Menschen im Supermarkt beschweren sich, weil die Milch zu teuer ist. Und ich habe vor einer Woche mein Kind abgetrieben, ja? Und sitze jetzt wieder hier und arbeite mit euch. Da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Professionalität, ja? Echt? Das ist genauso echt wie deine Liebe zum Simon. Also, weiterlesen. Simon! Ich finde dich echt cool, Ilana. Brauchst dich gar nicht einzuschleimen. Ich finde dich auch cool. Ich bin eine hungrige Mandarine. Heute ist ein richtig guter Tag. Ich fühle mich seit Ewigkeiten wieder frei und ich hoffe, das bleibt so. Ich möchte einfach die Welt erobern und allen zeigen, was ich kann. Hallo? Hallo Stella? Ja, um was geht's? Du, ich hätte ein tolles Casting für dich. Es geht um einen Spielfilm größere Nebenrolle. Was? Wirklich? Ich schicke dir den Text und du schreibst mir einfach, ob du Interesse hast. Es geht um eine Boxerin. Deswegen habe ich an dich gedacht. Ja, das klingt richtig cool. Danke. Okay, wir sehen uns morgen. Danke, Regina. Bis morgen. Ja, ciao. Hin, Alter. Was ist mit euch? Halt die Fresse, Alter! Kannst du bitte schneller pinkeln? Ich mach schon. Schmetterlinge können fliegen! Schmetterlinge können fliegen! Schmetterlinge können fliegen! Schmetterlinge können fliegen! Schmetterlinge sind dort geweihte Liebende. Du hast einfach keine Fantasie. Gouvernanten noch nie Fantasie gehabt. Keine Fantasie? Ich keine Fantasie? Ich? Ich? Du bist bloß einsamer, stinkender Käfer. Wenn wir Insekten, dann würden wir uns gegenseitig die Gedärme aufsaugen. Danke. Lassen wir es jetzt einmal dabei. Und, was sagst du? Potenzial hat eure Szene auf jeden Fall. Aber bitte, eure Kostüme sind lächerlich. Wir sind keine Laientheatergruppe. Hanna, Erika, ihr macht das ganz gut. Lara, du hast keine Ahnung, was du da spielst. Deine Blicke machen mir Angst, aber nicht auf positive Weise. Du hast keine Ausstrahlung, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob wir dich nächstes Jahr noch hier haben wollen. Dann mach mich halt besser. Immerhin bezahle ich dafür. Ja. Sorry, ich wollte nicht stören. Es ist schon 11 Uhr vorbei. Ja und? Wir warten jetzt schon länger und wollen dann zu arbeiten beginnen. Geh doch einfach ins Turnzimmer. Regina, es ist alles besetzt. Wir sind jeden Mittwoch um 11 Uhr hier, das weißt du. Thomas, kannst du meine Autorität bitte nicht in Frage stellen? Kannst du bitte auf Augenhöhe mit mir sprechen? Ich bin nicht einer deiner Schüler. Thomas, ich bin enttäuscht. Nicht jetzt. Nein, ich bin enttäuscht. Ich gebe dir hier eine Chance. Ich möchte, dass du dich erholst und von vorne anfängst. Aber du benimmst dich wie ein freilaufendes Tier. Regina, ich bin nicht auf dich angewiesen. Geh mit deinen Schülern einfach ins Freie. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Wie es aussieht, müssen wir heute draußen arbeiten. Okay. Mhm. Gebt mir 3 Minuten. Ich brauche jetzt eine Zigarette. Wir treffen uns dann unten.
Oder die Regina geht mir so am Arsch. Die hat einfach Depressionen. Solchen Leuten kannst du nicht helfen. Ich schwör's euch, wenn ich Göttin bin, mache ich sie fertig. Geh, Caro, hör auf. Jetzt lass sie. Apropos lieber Gott, wo treffen wir uns heute? Das schreibe ich dann später in die Gruppe. Okay. Können wir vielleicht das mit der Denise heute vergessen? Wirst schon sehen. Ich meine es aber schon ernst. Die Frau geht mir derbe auf die Nerven. Kannst dir ja was überlegen. Aber ich verstehe dich. Habt ihr die Hausführung gemacht? Nee. Na. Aber dem ist es eh egal. Ja, Papa, ich mach das schon. Du musst mich nicht immer dran erinnern, das nervt. Ja. Ich reden wir am Abend weiter, okay? Ciao. Und wie war's? Ganz gut. Regina war voll entspannt. Echt angenehm. Cool. Auf was wartest du? Ich habe Gesang, aber ich muss noch eine Stunde warten. Sollen wir auf dich warten? Wenn ihr wollt. Sitzt Stella eigentlich noch draußen? Nö, die sind schon weg. Gott sei Dank, die geht mich so an in letzter Zeit. Echt? Ich finde sie eigentlich ganz cool. Wenn du meinst. Habt ihr gewusst, dass die zu ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Keine Ahnung, aber anscheinend was super Geheimes. Dass die mal so auf exklusiv machen müssen, das pisst mich wirklich an. Hallo? Hi, ich bin's. Was willst du? Bist du nervös? Warum soll ich nervös sein, Manuela? Provozierst schon wieder? Nein, Spaß. Was gibt's? Ich bin ein Vollidiot. Aha, und wieso? Ich hab beim letzten Mal vergessen zu fragen, wo die Sachen sind von meinen Freunden. Hä? Die will ich schon längst wieder zurückgeben. Was? Sind die schon ganz deppert? Die haben gar nichts gesagt. Also, was willst du wirklich? Dich treffen. Und warum? Naja, du hast beim letzten Mal gesagt, dass ich süß bin. Ja, und? Hast du halt Zeit? Mal schauen. Du wirst jetzt einbrechen, oder wie? Sicher. Ich bin die liebe Göttin. Leute, scheißt euch nicht so an. Das wird cool. Geht schon, Simon. Mach du. Mach's nicht so auffällig. Mach ich nicht. Schneller. Leute, schaut's mal. Das ist schon geil. Heute ist Anni die liebe Göttin und ich muss schon sagen, ihr Spiel ist ziemlich cool. Ich bin glücklich. So richtig glücklich. Aber irgendwie habe ich Angst, dass die anderen mein Amsterdam-Spiel verraten und es nicht ernst nehmen. Und ich habe Angst, dass sie die Wahrheit über mich herausfinden.
Ich kann nicht jedem in der Gruppe trauen. Und das macht mich unruhig. Leute! Das bleibt unter uns, okay? Niemand erfährt von dem hier. Ja, ist doch eh klar. Ich meine das ernst. Es gibt kein Aussteigen mehr. Wir sind Amsterdam. Wir gehören zusammen. Stella, beruhig dich. Sie hat recht. Egal, was wir machen, wir erzählen das niemandem. Wir sind Amsterdam. Was ist mit der Denise? Was soll mit der sein? Naja, warum suchen wir sie nicht mehr? Ich habe geglaubt, wir sind ein Team. Die Denise kommt nicht mehr. Was heißt, die Denise kommt nicht mehr? Naja, sie scheißt auf uns. Ja, Schatz, sie hat sich auch nicht an die Regeln gehalten. Und als der Tommy Gott war, hat sie auch nur deppert rumgeheult. Dafür wird sie schon noch bestraft werden. Stella, hör auf mit dem Scheiß. Nein, sie hat recht. Die Denise ist weg und wir sind da. Wir sind da. Wir gehören zusammen, wir und nicht sie. Sehr poetisch. Okay, also, ich befehle. Spaß! Also, schön, bitte sehr. Meine Lieben, das Winterfest steht da vor der Tür. Und ihr als unsere Frischlinge, Erstlinge, Babys, sollt die Sache in die Hand nehmen und selbst organisieren. Das klingt fantastisch. Wir könnten einen lebendigen Adventkalender machen. Oder wir machen einen Winterball mit Schnee und allem drum und dran. Das ist ganz lieb, aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Eure Aufgabe wird sein, ein Team zu bilden, um die Sache gemeinsam zu organisieren. Kann ich mich gleich zur Führung melden? Jedes Team braucht einen guten Führer und ich bin perfekt dafür geeignet. Einen Führer. Ich würde das nicht so leichtfertig sagen, Tabea. Also ich lasse euch das entscheiden. Wie wäre es mit einer Abstimmung? Ich würde mich auch melden. Würde gerne die Gruppe leiten. Du kannst nicht einmal richtig schreiben. Wie willst du deine Gruppe leiten? Also, wer ist für mich? Ha. Ernsthaft, das ist nicht fair. Und wer ist für Tabea? Na, das finde ich ja gut, dass das so toll funktioniert. Dann lasse ich euch mal quatschen. Da mische ich mich sicher nicht ein. Wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr nach dem Körperunterricht zu mir kommen. Und nicht vergessen, Haltung. Privat und im Unterricht. Bis morgen. Ich hätte gesagt, wir schreiben uns in der Gruppe zusammen und machen irgendwas Einfaches. Lecker essen, Improabend, oder? Ja, finde ich gut. Passt für mich, ja. Bis morgen. Was sollte der Scheiß? Lass mich in Ruhe, okay? Nein, du hast überhaupt kein Organisationstalent und machst dich da jetzt so wichtig? Ich mache mich nicht wichtig. Ich möchte einfach keine scheiß Ballettshow zu Weihnachten machen. Du bist so ein primitiver Mensch. Magst sterben? Was? Ob ich dich jetzt oder später abstechen soll? Sie will mich abstechen. Vergiss es, wir sehen uns morgen. Ich weiß, dass du im Gefängnis warst. Von wem? Ich weiß es eben. Und, hast gar keine Angst vor mir? Was hast du gemacht? Tiefkühlpizza gestohlen? Ein Wort zu irgendwem und ich. Was? Bedrohst du mich mit einer Bastelschere? Ein Wort zu irgendwem und ich schneide dir die Kehle auf. Gib das scheiß Messer weg. Schleich dich. Du bist so ein Freak. Was schaust du? Nichts.
Warum weiß diese scheiß Tabea, dass ich im Gefängnis war? Und wer weiß das noch? Ich habe echt Angst, dass die anderen alles über mich herausfinden, weil dann habe ich keine Chance mehr. Ich bin echt am Arsch. Hier? Das ist ja offen gewesen und ich habe gedacht, ich kann hier üben. Üben? Naja, fürs Theater. Geht's dir gut? Soll ich die Polizei rufen oder was ist dein Problem? Tut mir leid. Dir ist schon klar, dass es Privatbesitz ist und du nicht einfach reinspazieren kannst, als ob es dir gehört. Ja, und woher soll ich wissen, ob das dir gehört? Das gehört auch nicht mir, sondern meinen Eltern. Und du verschwindest jetzt besser. Hast du Angst vor Mädchen? Nein. Was ist los mit dir? Könnte ich noch ein bisschen bleiben? Du sollst gehen. Ich rufe sonst echt die Polizei. Ich meine, du brichst dir ein und tust, als wäre alles okay. Ganz ehrlich, du wirkst richtig unsympathisch. Was? Du bist ein Arschloch. Ciao. Du brauchst gar nicht zu schauen. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen, seitdem Denise verschwunden ist. Simon ist heute der liebe Gott und er will, dass wir jeden kontaktieren, der nur irgendwie etwas mit ihr zu tun hatte. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum alle so ein Drama um Denise machen. Sie ist weg. Ist doch egal, oder? Ich meine, natürlich fehlt sie mir, aber als ich vor 2 Jahren weg war, hat es auch niemanden interessiert. Hallo? Okay. Ich suche mal im Internet noch. Mach mal die. 0690. Ja, das heißt, sie kennen die Denise 32. Naja, kennen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. 6. Aha, okay. Kannst du kurz leise sein, bitte? Ich glaube, ich habe wen. Ja, wissen Sie vielleicht, wo sie ist? Oder sie ist seit ein paar Tagen weg und keiner hat was von ihr gehört. Wissen tue ich gar nichts. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Denise wieder zurückkommt. Warum? Die hat sie verkauft. Was war? Sie hat sich verkauft? Warum verkauft? Ja, keine Ahnung. Der Mann hat gesagt, sie hat sich verkauft. Wirklich? Das war sicher nur ein Scherz. Gib her. Nicht ab. Ja. Kommt. Wer? Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Sag's einfach. Der Manuel. Wer ist das? Ja, weißt eh, der Typ von der Werft. Einer von den Sporttypen. Was? Wieso triffst du den? Weil mir langweilig ist. Ja, aha. Das hat sicher einen anderen Grund. Nein, spinnst? Kann ich euch kurz mal unterbrechen? Ihr spielt ja so ein geheimes Spiel, oder? Was für ein Spiel? Ihr wisst eh das mit Simon und Kathi und so. Amsterdam, oder? Und wer sagt das? Keine Ahnung, das habe ich nur so gehört. Lilly, du hast gar nichts gehört. Ja, eh nicht. Aber ich möchte mitspielen. Gehst du bitte kurz raus, wir müssen reden. Okay. Hast du irgendwas weiter erzählt? Bist Org? Sicher nicht. Du vielleicht? Bist deppert? Ich habe ja gesagt, du sollst die Goschen halten. Ja, und von wem weiß sie es dann? Keine Ahnung. Egal. Wir kriegen das schon irgendwie raus.
Pass auf, wir bauen sie einfach ein und die macht eh alles für uns. Glaubst? Schau sie an. Lilly, kannst du da reinkommen? Wir proben dann weiter und dann weinen wir dich ein, okay? Wirklich? Voll spannend. Weißt du, ich Goschen halten. Ich weiß ja noch gar nichts. Na eben. Geht schon, wir müssen weitermachen. Glaubst du echt, das ist eine gute Idee? Was ist der bessere? Beginnen wir von vorne? Na, von hinten. Caro. Weihnachtsmann, fick dich! Weihnachtsmann, fick dich! Das nicht mehr aus dem Kopf. Wer hat unser Spiel verraten? Und warum weiß diese komische Lilly davon? Ich werde noch drauf kommen und das Ganze wird Konsequenzen haben. Ich muss einfach ein paar Tage abwarten. Wieso kommst du nicht mehr zum Training? Keine Ahnung, keine Zeit. Fünf. So, mein Lieber. Wir haben dieses Notizbuch mit euren Fotos gefunden. Ja und? Das Buch ist bei den Sachen von der Tabea gelegen. Weißt du da was drüber? Ich kenne das komische Buch nicht. Okay, dann beschreibe ich es dir einmal. Vielleicht hilft es deinem Gedächtnis. Also, in dem Buch sind Bilder vom ersten Jahrgang und viele liebe Statements. Voll fesch. Echt süße Idee von euch. Ich muss wirklich sagen, ihr seid ein toller Jahrgang. Viel Talent. Zurück zur Sache. Ich finde es etwas eigenartig, dass Denise keine Seite mit lieben Sprüchen und einem hübschen Bild hat. Wird sie von euch ausgeschlossen? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Die Tabea ist ja sehr dominant in der Gruppe. Unterdrückt sie die Denise? Warum bin ich überhaupt hier, wenn es ein Problem mit der Tabea gibt? Ich bin kein Spitzel, okay? Nein, natürlich nicht. Lassen wir das Buch mal beiseite. Wisst ihr im Allgemeinen was wegen der Denise? Ihre monatliche Zahlung ist nicht eingelangt und sie war schon länger nicht mehr im Unterricht. Ich habe keinen Kontakt mit ihr. Sie meldet sich schon länger nicht, aber wir versuchen sie eh zu erreichen. Gut. Dann werde ich da noch einmal nachfragen. Danke für deine Hilfe. Gern. Ich hoffe, dass sie bald wieder auftaucht. Ganz kurz noch, Stella. Ja? Du und die Tabea, könnt ihr aufhören, euch zu bekriegen? Wie meinen Sie das? Ich habe jetzt schon von mehreren Lehrern das Feedback bekommen, dass ihr euch gern in die Haare kriegt. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie geht mich die ganze Zeit an und ist deppert zu uns. Stella, kann es sein, dass die anderen Angst vor dir haben? Nein. Ich habe gehört, dass du die Tabea mit dem Messer bedroht hast. Die lügt ja. Wie auch immer. Könnt ihr bitte eure Machtspiele außerhalb der Schule austragen? Kann ich mich drauf verlassen? Ja, mir geht das sowieso auf die Nerven. Stella. Schau, dass die Denise da drinnen einen Platz findet. Sag nichts. Ich weiß, du machst das gerne. Es tut mir leid, Regina. Ich wollte keine Probleme machen. Es ist alles gut, Stella. Ich möchte, dass du in Zukunft den Kontakt mit der Tabea vermeidest. Mich nervt das. Ich habe keine Lust, jeden zweiten Tag eine ewig lange Mail zu bekommen, nur weil ihr euch nicht benehmen könnt. Okay. Und danke, dass Sie an mich glauben. Nur die Mutigen werden es schaffen. Thank you.
ja? Ich weiß nicht. Also schon geil. Sind Hosenrollen. Du hast eh immer eine Hose an. Du bist so deppert. Habt ihr eigentlich schon von einem Casting gehört? Welches Casting? Ja, die Regina hat angeblich ein paar Leute angerufen. Hat sie dich angerufen? Nein, aber die Tabea hat irgendwas erzählt. Geht die Tabea zum Casting? Glaub schon. Du? Ich? Was ist denn eigentlich zwischen dir und der Tabea, hä? Nix, die nervt. Lass dich halt nicht so schnell provozieren. Die geht mir einfach am Arsch. Kannst dich ja rächen im lieben Gottspiel. Ja, voll. Und ich räche mich dann an Regina. Ja, und ich mich an der scheiß Ex von Tommy. Was ist mit der? Die schreibt ihm einfach die ganze Zeit. Und er? Naja, er schreibt zurück, weil er nicht unhöflich sein will. Ich wette, die treffen sich heimlich. Glaubst? Ja, sicher. Männer sind Hurenkinder. Die lügen die ganze Zeit. Wenn er nicht mit ihr schreiben wollen würde, würde er es ja nicht machen. Und er macht's ja. Das heißt, er ist interessiert an ihr. Die Caro hat recht. Männer sind Hurenkinder. Die schreiben nur mit Mädels, von denen sie sich irgendwas erhoffen. So ein Arschloch. Kannst du dir was überlegen für seine Ex? Was, echt jetzt? Warum nicht? Wenn du Göttin bist, darfst du alles machen. Der Dominik dürfte halt nicht dabei sein. Warum das? Ja, weil er ihr helfen würde. Ja, wir müssen der Schlampe einfach eine Lektion erteilen. Darf ich euch was fragen? Ja, sicher. Habt ihr Angst vor mir? Nein, eigentlich nicht. Ja, manchmal schon. Aber das macht nichts. Warum? Nur so. Was macht's denn ihr noch da? Wir haben uns für den Raum eingetragen. Ihr wisst aber schon, dass jetzt Putzzeit ist, oder? Können wir noch 5 Minuten haben, bitte? Jetzt auch 10 Minuten haben. Na, danke. Aber draußen. Danke. Wofür denn? Ich kann gerade loslassen. Das ist echt angenehm. Warum bist du eigentlich immer so? Wie? Naja, bist halt gleich immer auf 100. Das bist du auch? Nein, du mehr. Top! Was, top? Ich war 2 Jahre im Gefängnis. Das war nicht leicht. Warum? Mag nicht drüber reden. Weißt du, ich kann einfach niemandem trauen. Auch nicht mir? Ich weiß nicht. Vielleicht klingt das kitschig, aber ich war früher so ein richtiger Stern. Ich habe gestrahlt und gefunkelt, war gut drauf und immer crazy. Alle haben mich geliebt. Und dann hat mich die Dunkelheit gepackt. Und wenn ich traurig bin, dann bin ich halt wütend. Und jetzt? Jetzt funkelt's wieder ein bisschen. Willst du dein Spiel spielen? Ja, voll gern. Darf ich mir dein Auto ausborgen in den nächsten Tagen? Ja, klar, warum nicht? Ich werde dich vernichten. Du wirst jämmerlich verlieren. Thank you.
das war so klar. Immer bin ich voll dabei und will die Welt niederreißen und kaum passiert was Wichtiges, mache ich alles falsch. Ich habe nicht mehr lange Zeit bis zu meinem Casting und ich möchte das unbedingt schaffen. Ich möchte einfach raus. Ich möchte was erleben und ich will endlich wer sein. Ich bin der Boss. Wie spät ist jetzt? 10:05. Haben wir eine Telefonnummer von dieser Stella? Ich glaube nicht. Dann warten wir noch. 5 Minuten. Wir können auch schon gehen. Sie ist eh die letzte von heute und wenn sie zu spät kommt, selbst schuld, oder? Wir geben ihr noch 5 Minuten. Die Regina hat sie uns empfohlen und das tut sie sehr selten. Wie du meinst. Ja? Es tut mir leid, Ich war im Training und dann habe ich voll die Zeit übersehen und dann bin ich eh los und dann habe ich die Straßenbahn verpasst und bin ihr nachgelaufen. Es ist einfach alles schief gegangen. Alles gut, Stella. Nimm dir kurz Zeit, komm runter und dann fangen wir an. Wir kennen uns doch, oder? Ja, glaub schon. Die Welt ist klein. Woher kennt ihr euch? Vom Theater? Nicht so wichtig. Schön. Bist du bereit, Stella? Ja, bin bereit. Okay, dann erzähl mal ein bisschen über dich. Mein Name ist Stella Massini. Ich habe erst vor kurzem mit Schauspiel begonnen. Und ja, mein Traum wäre, in einem Hollywood-Film mitzuspielen. Ich würde gern zeigen, dass man alles schaffen kann, auch wenn man ein Nobody ist. Ja, das wäre mein Traum. Und einen Oscar willst du sicherlich auch gewinnen, oder? Wieso nicht? Wissen Sie, ich bin ziemlich scheiße aufgewachsen. Wir hatten kein Geld und ich habe viele Probleme gemacht. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Gut, dann fangen wir an. Lukas, liest du den Text von Tommy? Klar. Okay, dann fangen wir an. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe deine Videos gesehen. Welche Videos? Deine Videos auf TikTok. Warum hast du nie was gesagt? War nicht so wichtig. Nicht wichtig? Du hast 200.000 Follower. Ist doch egal. Okay, das war schon ganz gut. Probier vielleicht, die Marie ein bisschen arroganter zu machen. Inwiefern arroganter? Die Marie ist Boxerin. Sie ist cool. Und sie weiß das auch. Deshalb macht sie ja ihre kurzen Boxvideos auf TikTok. Und weil die anderen sie richtig cool finden, pusht das nochmal ihr Ego. Okay. Du boxst ja auch, oder? Ja, schon ziemlich lang. Na, dann kennst du ja das Gefühl, wenn man schon mehrere Kämpfe gewonnen hat und immer die Beste im Team ist. Da ist man oft ein bisschen überheblich. Haben Sie jemals schon einen richtigen Boxkampf gesehen? Nein. Ja, schon im Fernsehen. Darf ich nochmal anfangen? Ich hätte aber gerne einen richtigen Spielpartner. Der Lukas ist dein Spielpartner. Der liest das nur ab. Mit diesen Umständen musst du umgehen können, Stella. Gleich nochmal, bitte. Okay. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe deine Videos gesehen. Welche Videos? Deine Videos auf TikTok. Warum hast du nie was gesagt? War nicht so wichtig. Nicht wichtig? Du hast 200.000 Follower. Ist doch egal. Dankeschön. War es jetzt besser? Wir melden uns bei dir, Stella. Und lass Regina schon grüßen. Bringst du sie raus, Lukas? Mhm. Du warst ganz gut? Weiß nicht.
Wenn du magst, kannst du gerne in unserem alten Theater proben. Willst du das von mir? Nein. Ich habe nur gedacht... Ihr Burschen denkt immer nur ans Ficken. Was? Ja, ich komme vielleicht mal vorbei. Danke. Ciao. Susanne, die ist echt gut. Die müssen wir nehmen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die macht Probleme. Anscheinend sollte es nicht sein. Ich habe mich so blöd und klein beim Casting gefühlt. So will ich mich nie wieder fühlen. Regina ist sicher enttäuscht von mir. Ganz ehrlich, ich bin's auch. Wer weiß, ob ich je wieder so eine Chance bekomme. Ich weiß nicht weiter. Irgendwie stürzt gerade alles zusammen und keine Ahnung, ob ich hier überhaupt hergehöre. Vielleicht bin ich ja gar keine Schauspielerin. Vielleicht bin ich ja nur die blöde Ghetto-Bitch Stella, die nichts auf die Reihe kriegt. Na gut. Wenn sie mich so wollen, dann kriegen sie mich so. Ich bin Stella Massini und niemand macht mich fertig. Was schaust du? Du Scheißschlampe. Was wollt ihr von mir? Sorgen machen, du gehörst jetzt zu unserer Gruppe, ja? Wirklich? Na sicher. Erzähl niemandem davon, okay? Und jetzt pass auf, dass niemand kommt, das geht schnell. Warte! Schlimmes passiert. Das war's. Ich hätte nie das liebe Gottspiel erwähnen sollen und ich hätte es nie mit den anderen spielen sollen. Wir haben was falsch gemacht und ich habe keine Ahnung, wie wir das wieder hinkriegen sollen.